Hallo, liebe Freunde, ihr macht euch doch bestimmt auch mal Gedanken morgen so beim Frühstück mit den Eiern. Ne? Ihr nehmt zum Beispiel ein Ei und überlegt, wer war zuerst da? Das Huhn oder das Ei? Und ich habe die Lösung für euch. Ha! Ich habe genau überlegt. Jawohl! Und zwar, zuerst war da das Hahnenei. Jetzt wird jeder denken, was ist denn das Hahnenei? Das will ich euch jetzt mal eine kleine Geschichte erzählen. Und zwar gehen wir mal ein paar Millionen Jahre zurück, ne, wo noch die Erde so ein großartiger Tümpel war, ne, wo so richtige Brollen waren und die Vulkane ihren Kladatschstein in die Luft geschossen hatten und da war ja sehr viel Wasser rundherum. Und im Wasser schwammen so kleine, nehmen wir es mal, Lebewesen herum, ne, und eines Tages, wann genau, weiß ich leider nicht, wann das war. Das könnte ein Donnerstag gewesen sein, auch ein Freitag. Ne? Da ging mal einer von den Lebewesen, schwamm ans Land. Wir hatten dann, wo die Erde noch so jungfräulich war, ne, noch unbewohnt, ne, gab es eine riesengroße Insel. Und da schwamm er ans Land, ging aufs Land drauf. Ich habe sogar ein Foto davon, das zeige ich euch. Ne? Da ging er dann drauf. Ne? Und dann, das war der Hahnenei, ja, der kam aufs Land und dann guckte er sich um und hat sich gedacht, sieht da nicht schlecht aus hier, ne? Da bleiben wir mal ein paar Tage. Ne? Und durch das ganze Wasserschlucken, was er in sich da reingenommen hatte, ja, passierte ihm was. Jeder von uns passiert das auch manchmal, dieses, ihr wisst ja, ne? Und bei ihm hörte sich einfach mal da lagen auf einmal zwei Eier. Tja, der guckt sich das an und denkt, jo moi, was sind das? Ne? Und der war ja total fertig, wer da seine, die Eier sahen ja früher etwas anders aus wie heute, die waren ja mehr steinzeitartig. Ne? Jo, jo, sieht ja nicht schlecht aus, ne? Aber der arme Kerl war ja so fertig von dem Durchschwimmen durch den ganzen Tümpel da, ne? Da setzte er sich erstmal hin. Anstatt dass er sich daneben setzt, setzt er sich genau auf die beiden Eier drauf. Und da ist er natürlich eingeschlafen, ne? Und schlief wochenlang. Und eines Tages wird er auf einmal wach durch sein Klopfen. Er guckt sich um. Nein, nix da. Und dann wieder klopfen. Ne? Auf einmal bewegte sich was unter seinen Hintern. Und da, oh jo, was ein Date. Da stand er auf und er hatte sich in der Zeit, hat er sich ja verändert. Und jetzt seht ihr wieder das Bild. So sah der Hahnenei, sah in der Zeit jetzt so aus. Und da guckte er an, auf einmal sah er, wie sich die Eier sich öffnen. Besonders das eine, schön sauber durchgeschnitten, wie wir morgens das Frühstücksei machen. Ne? Da kam einfach ein Hahn raus, ein richtiger Hahn, und sagte, guck, Ritter Popsel! Das waren ja die erste Sprache von denen. Ne? Nur das andere Ei, das war noch nicht so weit. Und er wieder, Kukri-Bopu, ne? Auf einmal ging noch ein lustiger Huhn da, oder Hahn, oder Ei, kam auch kleine Löcher raus. Und dann kam etwas anderes raus. Das war nicht ein Hahn, das waren die Henne. Ne? Und der Hahnei, da guckte sich das andere Ei an und sagt, jo moi, du dummes Huhn, jetzt komm mal raus, ne? Und so ist nach über die 1000 Jahre entstanden mal mehr Hühner und Hennen, ne? Und Hähne mit ihrem Kamm da. Ne? Und das ist die Geschichte von dem Hahnenei. Jetzt wisst ihr, woher das Ei kommt. Also, das war nicht zuerst das Ei da, auch nicht der Hahn, sondern der Hahnenei. Der war zuerst da. Und das nächste Mal erzähle ich euch die Geschichte vom Subhuhn. Tschüss.